Hallo und willkommen zurück zur Folge Nummer 5 hier bei mir. Ja, heute müsste Montag sein bei euch. Mir ist noch Donnerstag. Also nur schon mal zum Verständnis, ich nehme auch immer staffelweise auf. Also nicht jeden Tag eine Folge. Also wenn ihr was schreibt, dann kann ich das natürlich erst in der nächsten Staffel quasi berücksichtigen. Ja, die Wiesen sind fertig gedüngt. Düngerstreuer habe ich hier abgestellt. Links unten seht ihr, dass der Helfer auch fertig ist mit Grubbern von dem anderen Feld. Da tappen wir mal gerade durch. Das hat wunderbar funktioniert, ohne Probleme. Das heißt, den Kurs speichern wir uns gerade mal noch ab. Und zwar nennen wir den Feld 56, aber mit Leerzeichen. Gruppen 3 Meter. So, den tun wir dann auch in den Ordner für Feld 56. 65. Ach, ich immer mit meinen Zahlen drehen, ganz schlimm sowas. Dann tun wir den Abfahrer entlassen, tun den Kurs löschen, machen das aus und fahren mal mit dem Schlepper zurück zum Hof. Ja, dann müssen wir uns überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Alles, was wir für die Schafe oder Kühe brauchen, kann man entweder noch nicht anpflanzen oder ist halt noch nicht reif, sprich Gras. Das Einzige, was wir schon anpflanzen könnten, wäre Weizen. Ich denke auch, wir werden ein Feld mit Weizen machen. Einmal, um jetzt nicht beschäftigungslos zu sein quasi. Und die Zeit einfach zu nutzen. Weil was würde uns das jetzt bringen, hier vorzuspulen oder irgendwas? Und dann fehlt uns nachher die Zeit beim Ernten. Deswegen hängen wir jetzt mal die Sämaschine an. Mit welchem Schlepper machen wir das? Ich würde sagen, hier mit dem Johnny. Der gefällt mir wirklich gut. Der macht Spaß. Und dann tun wir mal ein Feld mit Weizen machen. Müssen wir nur noch schauen, welches Feld wir da nehmen. Weizen ist ziemlich ergiebig eigentlich. So, den Grubber stellen wir mal hier neben dem Pflug. Die kleine Sämaschine. Da habe ich übrigens auch noch was Schönes runtergeladen. Oder Schönes wird sich noch ausstellen, aber vielleicht können wir auch drüber nachdenken, die zu tauschen zeitnah. Und zwar habe ich da Sämaschinen. Hier diese Amazone Sämaschinen runtergeladen. Die sind auch gar nicht teuer, wie ich gerade sehe. Arbeitsbreite 3 Meter, 600 Liter, allerdings keine Düngung. 600 Liter, 3 Meter. Warum die jetzt doppelt drin ist? Ach ja, ich vermute, ich habe eine Vermutung. Arbeitsbreite 4 Meter, 830 Liter. Was würden wir denn für unsere noch bekommen? 15.000, den vollen Preis zurück. Sollen wir das machen? Tauschen gegen die Amazone? Ohne Diskmarker, Diskmarker. Sicherheitshandlauf. Aha. Kostet Aufpreis, okay. Allerdings haben wir dann keine Düngung dabei. Mit Düngen ist eh schon schlecht im Moment. Wir haben nur den Düngerstreuer. Ich glaube, wir lassen es erstmal bei unserer Great Plain. So.
So, oh, die ist sogar schon voll. Das ist ja wunderbar. Weizen ist drin. Ach so, auf welches Feld wollten wir noch schauen? Ja, die 62 ist Wiese. Dieses 65, die 57. Wie ist jetzt mit Düngestufen? Die 65 hat jetzt eine Stufe, weil ich da vorhin drüber gestreut habe. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die 57. Ja, das ist eigentlich ein schönes Feld. Machen wir jetzt mal auf die 57, machen wir mal Heizen drauf. Weil das das Einzige ist, was wir schon aussehen können. Und dann schauen wir mal, wie spät es ist. Mal vielleicht ein bisschen vorspulen bis Mitternacht. Dass wir den nächsten Tag kommen, dass wir auch die anderen Getreidesorten aussehen können. Das Ganze natürlich wieder mit GPS. Kennt ihr ja mittlerweile von mir. Also müssen wir hier den Kurs mal noch ein bisschen anpassen. Ein bisschen darüber. So. Seemaschine anschalten. Absenken. Los geht's. Wenn der vorne jetzt noch die Unterlenker hochklappen würde, dann sähe das Ganze noch besser aus. Das stört mich ein bisschen. Hier hinten machen wir mal 2x4 Bahnen Vorgewände wegen den Bäumen. Da ist nicht so viel Platz. Das ist allerdings die Textur vom Gruppern zum Ausgesäten. Ja, der Unterschied ist nicht ganz so groß, muss man sagen. Ja, ich weiß, dass ich das Feld nicht besitze. Aber ich habe da auch die Maschine gar nicht unten. Warum beschwerst du dich? So. Vielleicht noch ein schönes Thumbnail machen. In der letzten Folge hatten wir eins vom Deutz. Machen wir jetzt ein schönes vom Johnny. Das können wir denn mal abspekulieren. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. So. Und weiter geht die wilde Fahrt.
Ja, wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier bei euch ankommt. Seht ihr der aus? Ich hab die doch oben. Was ist los? Hebt der Johnny nicht hoch genug aus? Seltsam. Okay. Also, ich bin sehr gespannt, wie das bei euch ankommt, das Ganze. Wie gesagt, für mich ist es absolutes Neuland. Habt ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich gebe mir Mühe. Und ja, ich lerne hoffentlich mit der Zeit, wie alles funktioniert und wie es besser gemacht werden kann. Vielleicht stelle ich auch nach 3 Monaten fest, meine Videos guckt kein Mensch. Dann habe ich Spaß gehabt beim Aufnehmen, aber dann hat es wohl keinen Wert, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, ich mache es ja in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Wenn es keiner schaut, dann ja, es ist zwar für mich immer noch, dass es Spaß macht, aber dann kann ich mir das viele Gerede sparen. Und euch muss ich ja bei Laune halten, ich muss euch ja was erzählen. Weil eins habe ich schon gelernt, man sollte nicht zu lange schweigen. Allerdings ist das auch gar nicht so einfach. Man muss ja auch immer irgendwas wissen, was man erzählen möchte. Auch ganz wichtig vielleicht noch zu sagen, also ich mache das jetzt nur als Hobby nebenbei. Sollte mal eine Folge ausfallen oder so. Also ich habe ein normales Berufsleben, einen normalen Alltag mit Familie und anderen Verpflichtungen. Sollte mal eine Folge nicht kommen oder so, habt Nachsehen. Ich werde so produzieren, wie die Zeit es zulässt und auch die Lust und Laune es zulässt. Ich werde versuchen, jeden Tag ein Video zu bringen, aber ich möchte das nicht versprechen. Aber das sind alles Dinge, die werden sich auch ganz automatisch ergeben, wie der Kanal sich entwickelt. Das muss ich eher abwarten. So, jetzt ist die Folge auch gleich schon wieder rum. Ich würde vorschlagen, ich flüge das. Ach, Quatsch, flüge. Ich sehe das Feld hier zu Ende aus. Dann schaue ich mal, dass ich über die Nacht komme. Und dann schauen wir mal, wie der nächste Tag wird. Und mal gucken, wie das Wetter sich entwickeln soll. Nächster Tag bewölkt, übernächste Regen, dann Sonnenschein. Zum Heumachen brauchen wir Sonnenschein. Das ist aber schon Sommeranfang dann. Okay. Na, müssen wir mal sehen. Also, ich sehe das Feld zu Ende an. Dann gucken wir, dass wir über die Nacht kommen. Nachtaufnahmen finde ich persönlich auch immer ein bisschen doof, da sieht man nicht so viel. Ich werde auch in der Nacht eventuell ein bisschen vorspulen, wir haben ja noch keine Tiere oder irgendwas. So, dass wir am nächsten Tag mit der nächsten Aussaat weitermachen können. Ja, dann denke ich, sehen wir uns wieder beim nächsten Feld. Ja. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein paar Daumen da, egal ob nach unten oder oben, alle Daumen zählen. Und schreibt mir gerne einen Kommentar, was besser sein kann, was gut ist, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und wenn es euch gut gefällt, empfehlt meinen Kanal weiter, euren Freunden oder so. Würde mich tierisch freuen, wenn ich ein paar Zuschauer bekomme, denen das, was ich hier mache, Spaß macht. Ich sag ciao ciao und bin raus.